Hallo da draußen und willkommen zu einem neuen Video von mir. Und zwar gibt es heute das Buchgespräch zu Liebe dein Leben und nicht dein Job. 10 Ratschläge für eine entspannte Haltung von Frank Behrendt. Das Sachbuch ist am 12. September 2016 im Gütersloher Verlagshaus erschienen, von wo ich es freundlicherweise als Rezensionsexemplar zur Verfügung gestellt bekommen habe. Daher nochmal ganz dicken Dank an den Verlag. Die 224 Seiten des Buches kosten in der gebundenen Ausgabe, wie ihr sie hier sehen könnt, 17,99 € und als Taschenbuch 10 Euro. Und damit steigen wir auch direkt dann in den Klappentext. Nimm dich ernst, aber nicht wichtig. Gelassen und entspannt durch Job und Alltag. Seine 10 Ratschläge für ein entspanntes Leben haben im Internet für Furore gesorgt, eine regelrechte Begeisterungswelle ausgelöst. Welchen Nerv treffen diese Thesen? Warum haben so viele Menschen so positiv darauf reagiert? Trotz 60-Stunden-Woche und engagiertem Familienleben ist der erfolgreiche Agenturmanager tatsächlich ein tiefenentspannter, grundfröhlicher Mensch. Wie schafft er das? Mut, Verrücktheit, Spontanität, Spaß, Humor und ein hohes Maß an Disziplin und Konsequenz, ein verlässliches Bauchgefühl und eine gute Portion Selbstironie, das sind nur einige der Eigenschaften, die ihn auszeichnen. Kurzweilig, informativ und selbstironisch lässt Frank Behrendt Höhepunkte und Niederlagen seines Lebens Revue passieren, immer mit Blick darauf, was ihm geholfen hat, Herausforderungen zu meistern. So füllt er die 10 Ratschläge mit gelebtem Leben und legt ihren tiefen Sinn frei. Eine Inspiration für uns alle. Dieses Buch basiert auf einem Artikel, den Frank Behrendt für das Magazin Clap geschrieben hat. Der Artikel nannte sich 10 ernsthafte Ratschläge, wie man locker durchs Berufsleben kommt. Und für dieses Buch hat er dann diese 10 Thesen sich noch einmal genommen und sie mit Anekdoten aus seinem Leben unterfüttert, um zu zeigen, wie genau sich das im Einzelnen für ihn dargestellt hat. Ich verlinke euch den Artikel auch unten in der Infobox, falls ihr euch das einfach mal angucken wollt. Von mir bekommt dieses Buch 2 Sterne und dafür gibt es eine ganze Reihe von Gründen. Das erste ist, dass sich das Buch schlicht und ergreifend nicht so gut lesen ließ, meiner Meinung nach. Ich fand, dass der Autor sich teilweise in seinen Erzählungen verliert und einfach nicht auf den Punkt kommt, was er da gerade in diesem Kapitel sagen möchte. Das Ganze wurde noch dadurch erschwert, dass seine 10 Thesen tatsächlich nicht einfach eine These sind, eine kurze, knackige These, die man zusammenfassen kann, sondern in der Regel ein ganzer Absatz, weil er das Ganze ausführt. Seine Kapitelüberschriften sind deswegen auch eher prosaischer Natur, statt einfach zum Beispiel zu sagen, nimm dich nicht so ernst, Kapitel 1 oder sowas. Das fand ich im Großen und Ganzen ein bisschen schwierig, da ich dann einfach nie wusste, worum es in diesem Kapitel gehen würde, bis ich das Kapitel zu Ende gelesen hatte. Was mir einfach die Orientierung innerhalb des Buches ein bisschen erschwert hat. Neben der Tatsache, dass der Autor sich bisweilen ein bisschen verliert und nicht auf den Punkt kommt, war auch ein weiteres Problem des Schreibstils, dass er zu endlos Sätzen bzw. zu sehr, sehr verschachtelten Sätzen neigt, was im Zusammenhang mit dem eben schon genannten ersten Problem das Ganze nicht wirklich besser gemacht hat. Und ein persönlicher Pet-Peeve von mir, der mir in diesem Buch immer wieder sehr, sehr übel aufgestoßen ist, ist die unnötige und übermäßige Verwendung von Anglizismen. Ein so ein Beispiel, das mir einfach im Kopf geblieben ist, ist, dass als Herr Behrendt dann seinen morgendlichen Ablauf beschreibt, spricht er dann davon, dass er morgens Sport macht, dann gibt es die Morgentoilette, das morgendliche Dress-up und dann das Frühstück mit der Familie. Warum Dress-up? Warum nicht einfach anziehen? Ganz ehrlich, ich verstehe vollkommen, dass er aus der Werbebranche kommt und es da einfach gang und gäbe ist, dass viele Sachen einfach mit Anglizismen benannt werden. Und das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Das hat sicherlich auch da seinen Sinn und seinen Platz. Ich fand aber insgesamt in dem Buch wurde das übermäßig verwendet. Und wie gesagt, aber das ist eine sehr, sehr persönliche Sache, die einfach mich gestört hat. Und dann habe ich noch ein ganz, ganz generelles Problem mit diesem Buch. Und zwar ist das, dass ich Zweifel an der Umsetzbarkeit für jedermann habe. Ich denke, es gibt Leute, die das sehr, sehr gut umsetzen können oder zumindest Teile dieser Thesen umsetzen können. Ich denke aber auch, es gibt Leute, für die das einfach nicht funktioniert. Für die vielleicht alle Thesen nicht funktionieren oder vielleicht nur ganz wenige. Ich möchte jetzt einfach mal exemplarisch die erste seiner Thesen rausgreifen. Die habe ich mir hier extra unten nochmal aufgeschrieben.
und daran dann erläutern, was ich meine. So, erstens, mach dir jeden Morgen nochmal klar, dass wir im Job nur Monopoly für Erwachsene spielen. Egal, was wir hier machen oder nicht machen, die Welt dreht sich weiter. Deshalb sollten wir uns bei aller Ernsthaftigkeit selbst nicht zu wichtig nehmen. Und damit habe ich folgendes Problem. Zur Hälfte gebe ich ihm recht. Man sollte sich selbst nicht zu wichtig nehmen. Nichtsdestoweniger finde ich diesen Ansatz, dass egal was wir tun oder nicht tun, die Welt sich weiterdreht, ein bisschen problematisch. Denn meiner Meinung nach, in den meisten Berufen hängt von unserem Tun oder Nichtstun was ab. Und damit meine ich jetzt nicht nur so Extrembeispiele wie alle Menschen, die in der Pflege tätig sind. Das ist nicht nur Monopoly. Da hängen Leben dran. Egal ob du Altenpfleger, Krankenpfleger, Krankenschwester, Arzt bist. Da gibt es kein Tun oder Nichttun. Aber völlig andere Berufe. Richter, Sachbearbeiter im Jobcenter, Leute, die im Migrationsamt arbeiten. Aber auch Lehrer. Wenn Lehrer einen Schüler zum Beispiel nicht unterstützen, der Probleme hat, das kann große Auswirkungen haben. Das kann große Wellen schlagen, die man vielleicht im ersten Augenblick so gar nicht sehen kann. Und schon deswegen hatte ich gleich Riesenprobleme damit. Ein weiterer Punkt, der für mich problematisch war, war, dass erst ganz am Ende kam von ihm, dass er eben nicht erwartet, dass alle seine Mitarbeiter mitziehen. Ich habe mir nämlich schon ein bisschen Sorgen gemacht, dass wenn man für den arbeitet, man all diese Sachen auch umsetzen muss. Das kam aber leider erst ganz am Ende raus. Insgesamt war mir das Buch ehrlich gesagt zu sehr mit der Kirche um den heißen Brei. Es ist zu langsam auf den Punkt gekommen. Ich finde, das hätte man alles knapper machen können. Und deswegen hat sich das teilweise auch wirklich sehr zäh angefühlt, dieses Buch zu lesen. Von daher meine Empfehlung, guckt euch auf jeden Fall die Thesen an, die ich euch unten verlinkt habe. Und wenn euch das dann gefällt, dann schaut auf jeden Fall ins Buch, falls ihr da noch Anekdoten zuhören möchtet und wie der Mann, also wie Herr Behrendt das umsetzt in seinem Leben und wie er auch dazu gekommen ist. Denn häufig erzählt er auch quasi die Erlebnisse, die dazu geführt haben, dass er diese Einsicht hatte. Dann guckt euch das Buch gerne an. Dafür kann ich es empfehlen. Und auch einfach mal zum Durchlesen, um zu gucken, was man für eine entspannte Haltung tun kann. Ich muss ganz ehrlich sagen, von den 10 Thesen gibt es nur zwei, die ich in meinem eigenen Alltag umsetzen kann. Ich habe das Buch auch meinem Mann gegeben, der sieht es tatsächlich ähnlich, obwohl der in einer völlig anderen Sparte arbeitet als ich. Also das scheint es eine gewisse Dualität bei uns zu geben. Deswegen kann ich hier wirklich weder eine Leseempfehlung noch ein Lass die Finger davon aussprechen, sondern es muss jeder so ein bisschen für sich selber entscheiden. Das Buch ist nicht schlecht, aber auch nicht atemberaubend, würde ich jetzt einfach mal sagen. Und das war es auch schon von mir mit diesem Buchgespräch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und abonniert, falls ihr das noch nicht getan habt. Vergesst aber in jedem Fall nicht, die Glocke zu drücken, damit ihr informiert werdet, wenn ich das nächste Mal ein Video hochlade. Und damit entlasse ich euch jetzt in die Sonne. Genießt das Wetter und wir sehen uns zum nächsten Video. Ciao!